Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren, der Ausstieg aus der Kernenergie steht fest und wir alle erleben momentan auch politisch, wie schwierig es ist, die Kernkraftwerke unter den Restriktionen des Klimaschutzes in einer verlässlichen und kostengünstigen Art und Weise zu ersetzen. Neben dieser Großbaustelle kommt eine andere mit dem Kernenergieausstieg in Zusammenhang stehende Großbaustelle, nämlich die Frage des Rückbaus, der Zwischenlager und der Endlager. Und alle Redner vor mir, und ich möchte es auch tun, haben betont, wie wichtig in dem Zusammenhang der gefundene Konsens ist. Ich spüre schon manchmal, übrigens bei der Kollegin Scheer hat sich es mal ganz am Anfang auch so angedeutet, wie die alten Kampflinien uns noch tatsächlich beschäftigen. Auch wenn man sich die, gilt für beide Seiten, keine Sorge, also da differenziere ich nicht. Ja, ja. Auch wenn man sich unsere Energiepolitik ansieht, dann erlebt man, wie stark wir da oft nur auf das Thema Strom fixiert sind. Ja. Das ist etwas, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir Wärme, Verkehr und solche Dinge etwas vernachlässigen, weil man aus der alten Kampfposition heraus natürlich eine Energiedebatte immer unter dem Gesichtspunkt des Stroms und der Kernenergie geführt haben. Ich würde mir wünschen, dass wir bei dem Gesamtthema mit dem heutigen Tag auch so nach und nach herausfinden. Natürlich ist es schwierig, einen solchen Konsens zu finden, aber es gab zwei Dinge, die uns von Anfang an, Michael Fuchs, vereint haben. Nämlich erstens, dass uns allen miteinander in der Kommission klar war, dass das Verursacherprinzip nicht in Frage gestellt wird. Und zweitens, dass es darum geht, dann die Verursacher tatsächlich in die Haft zu nehmen, und zwar dauerhaft, und das durchsetzen zu können, dass es am Schluss nicht zulasten des Steuerzahlers geht, so wie uns die Linke das jetzt gern unterjubeln möchte an der Stelle. Ich finde Ihre Weitsicht, die Sie sonst in wirtschaftspolitischen Fragen nicht so unter Beweis stellen, schon bemerkenswert, dass Sie sich hierher stellen und sagen, Sie hätten ganz klare Erkenntnisse, dass die Versorger substanziell so gut aufgestellt sind, dass sie das auch in Zukunft noch könnten. So habe ich Sie jedenfalls verstanden, so haben Sie es auch formuliert. Das halte ich für falsch und deshalb glaube ich, dass wir zu Recht hier Handlungsbedarf gesehen haben. Nun ist es eine komplizierte Materie, sowohl was den Abdiskontierungszinssatz angeht, da spült uns der Herr Draghi manches an Tragik in die Bilanzen, auch in andere Bilanzen übrigens. Und es ist eine komplizierte Materie hinsichtlich der Frage, wie groß ist denn so ein Risikoaufschlag? Und umso bemerkenswerter ist es, dass wir uns dann, auch wenn das nicht mathematisch genau geht, wenn es da keine Dinge gibt, die unumstößlich sind, am Schluss geeinigt haben auf etwas, was als Konsens hier so wichtig ist. Nun ist das in der Tat, das möchte ich auch betonen, Verdienst von Herrn Trittin. Das ist natürlich jetzt, wenn die CSU mit dem Lob anschließt, der Totalschaden für den Grünen wahrscheinlich. Das kann sein. Aber Sie haben natürlich sehr integrativ Ihre Seite mit zur Verantwortung gezogen. Das fand ich bemerkenswert und das kann man nicht oft genug in einer solchen Debatte herausstellen, meine Damen und Herren. Ich sage Ihnen auch, für mich hat diese Thematik natürlich auch eine regionale Bedeutung. Bei mir ist nicht nur das Kernkraftwerk Gundremmingen im Wahlkreis, sondern damit auch ein Zwischenlager. Da könnte ich jetzt zur Rolle von Herrn Trittin seinerzeit was anderes, weniger Gutes sagen. Wir haben uns das Zwischenlager jedenfalls an der Stelle nicht gewünscht. Aber es ist, ich will nicht sagen, es ist akzeptiert bei mir, sondern es wird hingenommen als unvermeidbares Übel. Und ich sage Ihnen auch, und da muss man kein Prophet sein, es wird hingenommen, solange das Kernkraftwerk läuft. Ich weiß, da bin ich sicher, dass sich die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger in der Sekunde des Abschaltens, ja, was das Zwischenlager angeht, komplett ändern wird. Und deshalb glaube ich, dass es ein guter Ansatz ist, dass wir uns nicht nur um das Geld kümmern, sondern auch um die Verantwortlichkeit des Staates und klar machen, für dieses Zwischenlager ist am Ende der Staat zuständig und insbesondere und gerade auch für die Sicherheit dieses Zwischenlagers, weil das, glaube ich, eine vertrauensbildende Maßnahme für die Menschen ist. Und natürlich sage ich Ihnen auch, die Menschen haben eine Erwartung, dass das Zwischenlager das ist, was der Name andeutet, nämlich eine Zwischen-, eine Übergangslösung und nicht ein faktisches Endlager. Und deshalb wächst natürlich mit der Übernahme durch den Staat noch mehr
unsere Verantwortung, dafür zur Sorge zu tragen, dass es am Schluss diese Endlagermöglichkeit tatsächlich gibt. Und da bin ich noch mal beim Verursacherprinzip. Natürlich sind die Konzerne verantwortlich für das, was sie da verursacht haben. Aber sie sind nicht verantwortlich zu machen, meine Damen und Herren, wenn es in Zukunft Ränkespiele geben sollte bei der Thematik Endlagersuche. Und auch das haben wir sehr weise bei dem, was wir hier beschließen wollen, mit eingeplant, dass sie nicht für politische Schwierigkeiten in Verantwortung gezogen werden. Denn das, meine ich, sollten wir und dürfen wir unserer Wirtschaft nicht antun. Ich glaube aber umgekehrt, dass das, was ich hier heute gehört habe zum Klageverzicht, durchaus etwas ist, was man mit denen offen und offensiv diskutieren muss. Natürlich gehört es zu der Frage eines gemeinsamen Konsens, dass man sagt, wir führen auch nicht gerichtlich die Auseinandersetzungen von gestern und vorgestern. Das sehe ich auch so. Und deshalb halte ich es für entscheidend, dass wir in dieses Gesetz einbauen, die Möglichkeit, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abzuschließen. Ganz klar. Und das ist auch deshalb wichtig, weil natürlich sich die Konzernführer nach dem Aktienrecht gar nicht so einfach tun, auf Klagen zu verzichten. Übrigens auch nicht auf Klagen zu einer Gesetzlage, so wie wir sie hier beschließen wollen. Auch da geht es ja um die Frage, wenn wir denen was aufoktroyieren, ist es dann für die möglich, einfach zu sagen, das machen wir nicht und ist es überhaupt ein Ansatz aus der Thematik, aktienrechtlich rauszukommen? Und ich glaube, da ist der öffentlich-rechtliche Vertrag ein entscheidender Ansatz, das noch mal anzugehen. Ob man Ihnen, Kollegin Scheer, die Anlagestrategie, ob man die jetzt gemeinschaftlich schon im Gesetz beschließen müssen, was denn das Bundesfinanzministerium mit dem Ihnen zuwachsenden Geld tun soll. Mir wäre es wichtig, dass Sie es so intelligent anlegen, dass der Diskontierungszinssatz, dass der tatsächlich auch mit der Realität in Zukunft was zu tun hat. Das ist eine Nummer, die schwer genug ist. Herr Kollege Nüßlein, ich warte verzweifelt auf eine Atempause, weil die Kollegin gerne eine Zwischenfrage stellen wollte und ich wissen wollte, ob Sie das zulassen. Wenn die Kollegin selber kein Rederecht hatte, dann kann sie jetzt eine Zwischenfrage bestellen. Wunderbar. Ich werde schon noch dazu reden, keine Sorge. Ja, ja, das mache ich mir. Aber jetzt, ich wollte Ihnen gerne, es ist schon ein bisschen her, der Punkt, den ich Sie fragen möchte, aber Sie haben ja Ihre Rede noch im Kopf. Sie hatten vorhin gesagt, man dürfte den Konzernen nicht, sie nicht in die finanzielle Verantwortung nehmen, wenn es um politische Schwierigkeiten bei der Endlagersuche geht. Und da habe ich mir jetzt doch überlegt, was Sie denn für politische Schwierigkeiten bei der Endlagersuche meinen könnten. Und ich möchte Sie fragen, meinen Sie da zum Beispiel, dass das Land Bayern, das ja vorab schon mal erklärt hat, dass bei ihm selber überhaupt nichts in Frage kommt, für ein Endlager sich vielleicht dann weigert, wenn man tatsächlich in diesem Land auch zu Ergebnissen kommt, diese Ergebnisse zu akzeptieren. Ist das in diesem Sinn gemeint, politische Schwierigkeiten? Liebe Kollegin, die Einschätzung Bayerns fundiert auf einer Würdigung der geologischen Situation, die das aus unserer Sicht an der Stelle unmöglich macht. Was ich gemeint habe, ist mit politischen Ränkespielen. Das, was wir bei Gorleben schon einmal erlebt haben, nämlich das Thema, dass es bis zum heutigen Tage nach hohen Investitionen keine technischen Einwendungen gegen Gorleben gibt und unter anderem Sie alles dafür getan haben, um das Thema Gorleben aus der Endlagersuche komplett rauszuhalten. Das ist, was ich meine, dass man also nicht nur, weil die einen oder anderen an der Stelle unwillig sind, die Konzerne am Schluss zur Kasse bieten kann. Das kündigen Sie ja für Bayern schon mal an. Das ist es. Na gut. Warten Sie doch mal ab, ob wir mit unserer geologischen Einschätzung. Jetzt warten Sie doch mal ab, ob wir mit unserer geologischen Einschätzung an der Stelle tatsächlich recht haben. Das wird sich weisen, meine Damen und Herren. Im Übrigen glaube ich, dass wir jetzt immerhin die Hoffnung haben, dass wir dieses Gesamtthema zügig so voranbringen, wie es unserer Verantwortung entspricht, dass wir die Konzerne in der Verantwortung halten. Und dass wir alles dafür tun, dass keine neuen Kampflinien an der Stelle aufbrechen. Ich wünsche mir auf allen Ebenen an der Stelle Rechtsfrieden. Das würde der Thematik gut tun, denn wie ich einleitend gesagt habe, haben wir genügend andere Linien, andere Schwierigkeiten, wo wir jetzt uns etwas einfallen lassen müssen, wie wir dieses Land klimaschutzgerecht, aber auch so, dass Versorgungssicherheit und Preis passen, mit Strom versorgen. Das wäre unsere eigentliche Aufgabe. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Ich schließe die Aussprache.